Willkommen zu FN24 Audi Karriere. Wir sind heute in Ungarn angekommen. Was soll ich euch sagen? Ich mal mir hier echt keine großen Sprünge aus, denn Ungarn ist halt wirklich eine Strecke. Du brauchst ein Auto dafür und unser Auto ist das Einzige, was er kann, ist pacen und das wird halt hier ziemlich schwierig werden. Vielleicht aber doch eine große Überraschung. 4,3 Kilometer, 14 Kurven. Lediglich zwei DRS-Zonen und ja, vermutlich die beste Möglichkeit, die Start- und Zielgeraden. Abonniert gern kostenlos den Channel, lasst gern ein Däumchen rum da und schaut auch gerne auf Insta und auf TikTok vorbei. Links mal alle unten in der Bio. Wir haben 14 Kurven und jetzt geht's mal rein ins Qualifying, mein finaler Run. Und ich werde hier so ein bisschen belästigt von Max Verstappen, der hier einfach nicht zurückstecken will. Der Breder gibt hier Gas, der will die ganze Zeit vorbei, obwohl er eigentlich hier schon auf einer fertigen Runde war. TSC-Mittel, Selbstschalten, Selbstbremsen und Traktionskontrolle auf Mittel. Jetzt hier mal alles am Rande erzählt und wir gehen mal rein ins Qualifying. Hier leicht, ja, sagen wir mal, den Scheitel verpasst. Hier Full Speed, dafür den ganzen Schwung mit rausgenommen. Ja, das Gras. Ja, schöne Auslaufzone hier auf jeden Fall. Den Berg rauf, damals natürlich mit Felipe Massa. Zwei Zehntel im Delta. Ich bin auf dem 21. Platz und so fühlt sich das ganze Auto auch an. So fühlt sich halt auch wirklich die ganze Zeit irgendwas an. Hier verbremst, da geht's ins Rutschen. Halbe Sekunde jetzt mal im Delta. Und jetzt geht es in den Flow-Mittelsektor rein. Ja, jeden Körper, ich rutsche gefühlt. Wenn ich jeden Körper rühre, rutsche ich weg. Und das ist halt wirklich ein ekelhaftes Autoverhalten, was hier das Auto an den Tag legt. Carlos Sainz holt sich vorerst mal die Pole Position. Ich glaube, ich ruiniere hier Max Verstappen komplett die Quali-Runde. Aber was soll ich denn tun, Mann? Dann hättest du halt ein bisschen besser abgebremst. Den Scheitel verpassen, jetzt hält Max Verstappen tatsächlich hier in der letzten Kurve in unsere Qualifying-Runde rein und ruiniert sie so ein bisschen, weil ich einfach nicht weiß, was diese Scheiße hier soll, Leute. Mal gucken, wo wir trotzdem gelandet sind. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Lando Norris ist gestern eine super Runde gefahren und startet von der Pole Position. Und Fernando Alonso macht die erste Reihe komplett. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Hamilton, Sainz, Oscar Piastri, Perez, Verstappen, Stroll, Russell, Gasly, Ocon, Leclerc, Magnussen, Albon, Hülkenberg, Ricciardo, Joe, Bottas, Tsunoda, Sargent, der Professor und ein Wagen des neuen Teams vervollständigt die Startaufstellung. Ernüchternd. P21, was soll ich euch sagen, das ist tatsächlich nicht das, was ich mir vorgestellt habe, weil es eigentlich eine gute Runde war, aber anscheinend sind wir dann doch das schwächste Auto hier in der Umgebung mit Logan Sargeant und Yuki Tsunoda. Lights out und let's go, lasst uns das Beste draus machen und uns hoffentlich Punkte holen am Ende. Unser Start war okay, Sargeant kommt auch gut weg, ich probiere mich hier mal in den Windschatten von Sargeant zu klingen und hier ist eine schöne Lücke, da können wir ein bisschen später bremsen und mal in Turn 1 reingehen. Es ist P17 mal geworden. Ja, das war jetzt nicht der ultimative Riesensprung, den ich mir erwartet habe. Aber hier können wir mal mit dem Late Move innen an Yuki, an Guan Yu Zhou. Ja, das wird reichen. Das reicht hier mal, um vor dem Chinesen zu bleiben. Nico Hülkenberg jetzt vor uns mit Kevin Magnussen. Da ist ordentlich was drin und ihr merkt es halt wirklich auch. Ich bin absolut nicht im Flow mit diesem Auto. Dieses Auto plus Setup plus Strecke, irgendwas passt hier einfach nicht. Late Move hier, ja, das war eher semi gut. Wir gehen hier auf Platz 15 vor. Es ist wirklich eine Tortur. Wir kommen hier kaum vom Fleck weg und sind jetzt schon eine Sekunde aus Magnus und seinem DRS-Fenster sogar schon draußen. Das macht das Ganze natürlich jetzt nicht viel einfacher, aber wir probieren natürlich hier das Maximum rauszuholen und da verbremst sich einer, aber mal ganz stark. Das, glaube ich, war Alex Albon, aber generell eine enge Sache hier und wir gehen hier das erste Mal über die Linie, in die letzte Kurve rein und dann haben wir schon die erste Runde überstanden. 24 sollen noch folgen, Leute, ab durch die letzte Kurve durch und wir haben hier tatsächlich auch, ja, Gott sei Dank mal die Runde überstanden, ein paar Plätze gut gemacht, aber an sich macht das jetzt nicht gerade unbedingt viel Laune auf die nächsten Runden, weil die Pace wirklich absolut nicht stimmt. Wir haben hier Lando Norris, der hier den Start ordentlich verkackt hat, würde ich fast sagen. Wie auch so oft in der echten Formel 1 geht es dann hier. Wir gucken uns das Ganze hier noch einmal an. Wow, geile Kamera an sich. Da gehen wir weit neben die Strecke. Ich probiere hier außen die größere Linie zu fahren und natürlich hat mich das, ja,
nicht gerade weitergebracht. Also natürlich muss ich hier ganz spät hier reingehen gegen Guan Yu Zhou. Und da gehen wir fast 3 Kurven nebeneinander, bis ich mich dann hier durchringen kann schon fast. Es ist eine enge Sache hier tatsächlich. Es ist eine ganz, ganz knappe Sache. Und es macht halt wirklich auch ordentlich Bock, wenn du halt ein kampffähiges Auto hast. Aber es ist halt doch dieses Herumgerutsche, was mich persönlich so ein bisschen traurig stimmt. Ja, das war viel zu spät eingelenkt. Aber da kann ich jetzt auch im Nachhinein natürlich jetzt klug reden, aber das bringt halt jetzt einfach nichts. Wir gehen hier rein, wir sind mittlerweile in der 3. Runde. 8 Zehntel hinter Kevin Magnussen. Und guckt euch das mal an, es ist einfach nur widerlich, wie sich dieses Auto hier fahren lässt. Wir gehen hier also mit einem minimalen Rückstand. Ja, es reicht jetzt wieder nicht, um das DRS-Fenster zu kommen. Und Nico Hülkenberg wird seine Chance bekommen. Es ist wirklich... Es fühlt sich so an, als ob wir hier wirklich das mit Abstand schlechteste Auto auf dem Grid haben. So ein Gefühl, so ein negatives Gefühl, was das Auto heute rüberbringt, das hatte ich wirklich in keinem Rennen noch. Aber hier wirklich, da musst du halt auch wirklich mit so late moves und so. Es macht wenig Bock hier, gerade auf der Geraden. Wir sind stocklangsam auf den Geraden. In den Kurven rutsche ich herum enorm. Und auch generell auf den Curbs, das ist ekelhaft zu fahren. Und so ist es jetzt auch schon, dass wir hier mitten in der 5. Runde schon von Magnussen abgehängt worden sind tatsächlich. Also die sind jetzt auf und davon und ich kann hier kaum etwas dazu beisteuern. Ich kann mich zwar von Yuki und Nico fernhalten, sofern es halt geht, aber es ist halt wirklich unmöglich hier die Pace von Nico Hülkenberg auf den Kevin Magnussen zu gehen. Und das ist dann wirklich eine ganz traurige Sache, wenn sowas passiert. Die Traktion ist quasi bei Null. Und das Auto an sich, also Ungarn bockt wirklich gar nicht mit dem Audi. Wir müssen da wirklich enorm was machen, gerade am Chassis und auch an der, und natürlich auch an der Aerodynamik. Aber das ist wirklich ganz, ganz schwer. Yuki probiert es hier, da können wir mit einem Late Move erneut hier quasi was wagen. Es ist immer ganz knapp an der Grauzone, ähnlich wie Verstappen damals gegen Kim in Belgien, da erinnere ich mich gern zurück. Aber das soll natürlich jetzt nicht hier meine Motivation sein. Ich will nach vorne und nicht hier um jeden Zehntel hier, um jeden Platz kämpfen müssen. Ich meine, das ist der fucking 15. Platz und nicht der 1. Platz. Und ich muss mich hier wirklich enorm zusammenreißen, um nicht auszuzucken. Weil das hier wirklich, ja, guck dich das mal an, das Auto ist absoluter Dogshit. Es ist unfassbar launisch, zickig, rutschig. Beschissen, auf Deutsch gesagt, es tut mir leid, aber es macht wirklich ganz, 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 ganz wenig Bock, hier nur noch eine Runde weiterzufahren. Ich habe glücklicherweise schon die 7. Runde über, 6 Runden überstanden, aber ja, die da vorne fahren davon. Ich rutsche über jeden erdenklichen Körb drüber, der Motor ist leicht angeschlagen. Ich würde am liebsten tatsächlich das Auto hier abstellen, weil diese Bedingungen, die sind halt wirklich ganz, ganz miserabel und es ist halt auch kein Gefahrgefühl, was das Auto hier übermittelt. Es ist wirklich nur ein Herumgerutsche, ein Gebete, dass du die nächste Runde überstehst. Und auch hier, ich kann nicht früh aufs Gas gehen, die Reifen sind schon tot. Ich wünsche mir wirklich was viel Besseres hier. Aber es wird natürlich besser mit den Seasons, hoffentlich. Und ab diesem Moment kommt halt wirklich der Gedanke in mir hoch, dass ich wirklich Ungarn in der nächsten Season rauslösche. Aber da gibt es halt wirklich ein paar Kandidaten. Es ist Sandfort, es ist Ungarn, es ist Spanien. All diese Strecken sind wirklich verdammt kompliziert, schwierig, gerade wenn du in einem ganz schwachen Auto sitzt. Ich glaube, ich muss euch da nicht viel erzählen. Es sind gerade diese Strecken, wo es halt wirklich auf Traktion ankommt und wo nur gefühlt eine Start- und Zielgeraden ist und der Rest ist halt wirklich kurvig. Da ist eine gelbe Flagge vor uns, Leute. Da tut sich ein bisschen was. Und da steht einem Gras. Es ist Kevin Magnussen, der hier einen Rookie-Fehler begeht. Den dreht sie einfach mal komplett aus der Kurve raus. Wir gucken uns das Ganze hier nochmal aus der Onboard an. Also zu früh aufs Gas, übersteuern, weggedreht. Also das darf wirklich einem Piloten, der schon gefühlt 100 Jahre in der Formel 1 fährt, eigentlich nicht mehr passieren. Aber gut für uns, wir übernehmen dadurch einen Platz, gehen aber jetzt auch in der 10. Runde bereits an die Box, holen uns den, verhassteren weißen Reifen, aber was soll ich tun? Hier Punktlandung, 80, das ist mal gut. Mal gucken, ob das auch bei der Pit Crew so funktioniert.
Mal schauen, Leute, funktioniert heute der Pitstop wenigstens irgendwas. Ab geht's rein, wir haben gut getimed, optimal auf Purple und das schaut toll aus. Was machst du da eigentlich hauptberuflich, Bro? Das ist nämlich jedes verdammte Mal das Gleiche, dass du Idiot in der Pit das verkackst. Ich habe 1,2 Millionen bezahlt für neues Equipment und dann schafft es der Idiot nicht, den Reifen richtig drauf zu stecken. Also das ist wirklich unterirdisch, was hier abgeht wirklich. Also das macht auch meine Laune nicht gerade viel besser. Eine riesen Gruppe ist jetzt an der Box, Leute. Mal gucken, ob wir irgendjemanden davon auch sneaken können. Es ist grün im Mittelsektor, eine persönliche Bestzeit. Aus der letzten Kurve geht's hier raus und da vor uns kommt tatsächlich auch ein Sauber raus. Nein, das ist ein Sauber, ja. Mal schauen, können wir uns hier gegen Guan Yu Zhou in Turn 1 durchsetzen? Ich nehme hier außen den weiteren Weg. Doch es reicht hier. Wir bleiben vor Guan Yu Zhou. Reicht es hier ganz spät reingehen in die Bremse? Und der hat das ganz gut entdeckt, dass das hier eine Divebomb werden soll. Und wir haben es geschafft, immerhin vor ihm zu bleiben. Und das ist P14. Mal gut gelaufen, aber auch keinen Platz gut gemacht. Im Gegenteil, wir haben auch hier nochmal einiges an Zeit an die Gruppe da vor uns verloren. Ich glaube auch tatsächlich, dass das im heutigen Rennen ohne Red Flag und Safety keine sehr einsame Sache werden wird in den nächsten 12 Runden. Aber das heißt natürlich jetzt mal hoffen. Vielleicht passiert da noch was. Magnussen hat ja schon mal gut begonnen, hat schon mal gut vorgelegt. Vielleicht, ja, passiert jetzt auch mir noch ein Spin oder so. Das wäre natürlich wirklich die Kirsche on top. Das würde mich unnormal motivieren. Jetzt sehen wir uns hier mal ein paar Replays an, aus der letzten Kurve raus, hier zum Beispiel gegen Guan Yu Zhou. An der ersten Kurve hier gehe ich außen vorbei, aber er hat sich hier wirklich auch gut durchgesetzt. Mir fällt auch auf, keiner hat DRS bekommen, das ist auch interessant. Und hier gehen wir dann rein, ja, er hat das gut erkannt, aber man muss auch sagen, ich war da wirklich mit viel mehr Traktion unterwegs und da können wir das, glaube ich, eigentlich auf gut liegen lassen. Jetzt geht es hier erneut auf die Start- und Zielgeraden und Guan Yu Zhou versucht hier sein Glück. Ich gehe einmal ganz smooth an die rechte Seite. Das kann gerade noch so funktionieren. Es sind noch 10 Runden zu gehen, aber vor uns ist da wirklich nichts zu tun. Ich habe hier eine riesen Schar an mir anhängen. Die wollen halt alle wirklich meine Position haben, aber nichts da. Ungarn ist natürlich auch bekannt dafür, dass man hier selten bis kaum überholen kann. Wir springen in die 16. Runde, Leute. Und mein Konvoi, ja, ändert sich kaum. Wir haben Guan Yu Zhou und Daniel Ricciardo hinter uns. Beide wollen vorbei. Natürlich können beide nicht vorbei. Und wir kämpfen uns hier durch den Mittelsektor durch, der ja sowieso sehr rutschig ist. Und kommen ein wenig neben die Strecke hier. Das ist aber gerade noch gut gegangen hier aus der Kurve raus. Das ERS wird nicht gerade unbedingt hier verschwendet. Und dann geht es hier in diese langgezogene Linkskurve, die quasi ein Markenzeichen der Strecke schon ist. Wir sind auf Start und Ziel und hier, ja, reißt jetzt Daniel Ricciardo der Geduldsfaden. Wir gehen nebeneinander in Turn 1 rein, doch mit dem besseren Ausgang für mich. Wir können uns hier tatsächlich gut halten, der gibt uns hier einen Wheelbang mit. Und dann denke ich mir, ja, so nicht mein Lieber, quetschen uns hier noch einmal richtig durch, weil ich glaube, das nennt man auch Retourkutsche. Also Daniel, das so brauchst du nicht herumspringen. Ich meine, wenn der das I sauber gemacht hätte, ja, aber so nicht, mein Lieber. 12 Sekunden Alex Albon und Esteban Ocon. Ich muss mich hier wirklich mit der Elite abfrecken, weil es einfach wirklich nicht hier nach vorne geht. Hier geht es also in diese Zickzack-Kurve rein. Und ich würde mal sagen, jetzt heißt es nur noch hoffen. Vielleicht kommt noch irgendwas, aber meine Hoffnungen sind halt wirklich mit jeder Runde. Ihr merkt es halt vielleicht auch. Weil das Rennen hier wirklich mental und vor allem auch, man muss sich halt so extrem viel konzentrieren. Es ist halt auch wirklich eine richtig beschissene Strecke. Ungarn persönlich anzusehen, ist es schon wirklich ein Krampf. Aber dann das Ganze auch noch zu sehen oder auch hier, keine Ahnung, das Ganze hier auch noch mitzufahren. 25 Runden, das ist halt wirklich verdammt hart. Und wirklich auch verdammt anstrengend. Wir gehen hier in die 19. Runde jetzt rein. Daniel Ricciardo ist wirklich eine lästige kleine Klette hier. Aber ich versuche natürlich alles, mein Bestes hier, um ihn da ein bisschen auf Abstand zu halten. Doch Ricciardo, der will das nicht unbedingt. Der will halt wirklich hier unnormal schnell und auch, ja, unnormal schnell vorbei. 19. Runde, wir sind hier erneut in den
ein wenig weiter vorne, würde ich mal sagen. Daniel Ricciardo ist eine Zehntel hinter uns. Und das ist eine gelbe Flagge. Da hat es tatsächlich jemand übertrieben. Gucken wir uns das Ganze noch einmal an. Es ist ein Sauberpilot und der raucht mal komplett ab. Aber ist das ein Motorschaden? Ja, tatsächlich. Ein Motorschaden in Ungarn. Nichts Außergewöhnliches. Aber dass er dann so seinen Teamkollegen hier blockiert, das ist schon ein richtiger Snitch-Modus, Alter. Halleluja. Hoffentlich geht mein Motor nicht auch noch in Flammen auf. Bei 63% könnte das dann doch schon der Fall werden. So, da. Wir sind im Mittelsektor, Leute, und springen hier in Runde Nummer 22. Es ist Valtteri Bottas, der jetzt mittlerweile hinter uns ist, weil es halt wirklich auch ein richtiges Hin und Her ist. Dadurch, dass niemand hier vorbeikommt, ist es halt auch auf der Start- und Zielgerade eine sehr enge Sache. Ich bin halt auch der einzige Idiot, der hier kein DRS abbekommt, und das macht natürlich auch hier seine Spuren. 64% Motor, es geht hier in die 23. Runde rein, ab auf die Start- und Zielgeraden. Mal gucken, wie lange können wir uns hier vorne halten. Valtteri Bottas kann es noch nicht ganz wagen, hier uns anzugreifen. Nächste Runde wird das nochmal ganz, ganz eng. Wir haben hier 5-6 Leute hier. Nein, 6 Leute können es nicht sein. Wir haben hier 4-5 Leute hier an meinem, ja, Diffusor kleben, und die wollen alle vorbei. Mein Auto ist halt wirklich hier unterster Abschaum. Wir kommen hier kaum vom Fleck weg. Ihr seht es auch an der Zahl, wie wir an die Box gekommen sind oder wie halt alle drin waren. Waren das mal zwischenzeitlich 9,9 Sekunden. Jetzt sind es 25 Sekunden. Also, ich hoffe natürlich, dass gerade die nächsten Rennen etwas besser werden. Da Ungarn halt wirklich auch keine Strecke ist. Da brauchst du halt wirklich ein passendes Auto, wie ich auch schon am Anfang gesagt habe. Wir gehen hier in den Mittelsektor rein. Ich versuche halt auch wirklich mein Bestes rauszuholen. Aber dadurch, dass der Motor etwas angeknackst ist, die Reifen sowieso älter sind als von allen hier hinten, weil ich eine Runde früher drin war, nur ein bisschen die Hoffnung, einen Undercut zu wagen. 16. Runde, wir gucken uns das hier noch einmal an. Das ist ein Konter von Guan Yu Zhou. Der hält hier drauf. Da können wir aber gerade noch so gegenhalten und bleiben hier mit einer ganz engen Nummer vor dem Chinesen. Nein, das ist, glaube ich, Bottas gewesen, genau. 25. Runde, zwei Jungs schießen hier links und rechts an mir vorbei. Den Shuttle minimal verpasst, aber das lässt die erste Kurve hier in Ungarn zu. Mal schauen, ob das reichen wird. Und trotz Lando Norris ist schon im Ziel, Leute. Wir sind in der zweiten Kurve. Und da ist dann halt wirklich schon zu sehen, wie weit dieses Feld hier in Ungarn dann doch auseinander war. Ohne Safety Car, ohne VSC und so weiter. Wir springen hier also in den etwas spannenderen Teil rein. 29 Sekunden ist Albon weg. Die sind auch schon durchs Ziel durch. Und jetzt kommt so diese finale Gruppe. Mit mir als Lokführer, mit Sargent, mit Bottas und vielen anderen Losern. Wir gehen durch die letzte Kurve durch. Ab hier und wir haben es geschafft. Yes, Mann. Endlich ist das Scheißrennen vorbei, Leute. Es soll jetzt echt nicht demotivierend klingen, aber dieses Rennen heute war wirklich der absolute Tiefpunkt in meiner Audi-Karriere bis jetzt. Es ging gar nichts, ich hatte nicht den Hauch einer Chance und wir wurden hier wirklich kläglich abgezogen. Hier ist die karierte Flagge und der Gewinner steht fest. Das ist der Sieg für Lando Norris. Und das sind jetzt zwei Siege in Folge. Das könnte der Beginn von etwas ganz Besonderem sein. Aber warten wir noch ein wenig ab. Es ist noch ein langer Weg. Während die Fahrer sich auf das Podest begeben, kann man annehmen, dass es bei McLaren heute Abend ordentlich krachen wird. Glückwunsch an alle im Team. Sie haben sich den Sieg gesichert und bewiesen, dass sie auf der Strecke ein ernstzunehmender Gegner sind. Und dass erst Martin so stark ist, das wundert mich dann doch, weil die halt in diesem Jahr gefühlt Le Tractor sind nach Alpine. Aber die sind halt hier in F1 24 dann doch noch so ein leichter Meter. Alonso auf dem dritten Platz, wir haben den Strulovic, der ist auch auf 10. Also den dritten Platz, den wird sich Alonso vielleicht diese Season wünschen.
41 Punkte, da ist nichts dazugekommen, weil halt dort wirklich ganz, ganz schwach war. Eine Minute waren wir hinter der Spitze und das ist dann wirklich eine unnormal fette Klatsche. Wir haben hier 28:23 gegen Esteban Ocon, sind hier auch im teaminternen Duell, ja, jetzt nicht gerade weit nach vorne gekommen. Und den Rivalen schlagen war natürlich unmöglich auf dieser Strecke, gerade mit diesen Bedingungen. Wir sind also morgen und übermorgen in Belgien. Das wird natürlich eine komplett andere Atmosphäre, aber vor allem auch natürlich eine komplett andere Sache werden, weil Belgien halt wirklich eine Strecke ist, die halt auch wirklich vom Layout her verdammt schnell ist, wenig langsame Kurven hat und halt auch eher auf Top-Speed ausgelegt ist. Da male ich mir dann schon eher eine größere Chance aus oder eine bessere. Wir gucken uns hier einen neuen Sponsor an und ich würde mal sagen, Vierter in der Qualifying, das wird ganz schwierig werden. Top 10 zu erreichen ist dann eher mal Ziel, 12. Das ist halt wirklich eine ganz blöde Sache, aber 30 Runden, das sollten wir schaffen. Denke ich mal. Das sollten wir, glaube ich, schaffen. Den Motor müssen wir ja zwangsläufig jetzt mal ausrangieren. Vielleicht können wir am Ende der Season bei nicht so anspruchsvollen Strecken den Motor wieder benutzen. Also das ist jetzt keine Sache. Aber es gibt auch keine Strafe für diesen Motor. Wir kaufen in der Abteilung Aerodynamik mal hier was ein. Und weil noch ein bisschen Geld über ist, überlege ich mir noch in der zweiten Abteilung hier was zu kaufen. Ja, tatsächlich ein Chassis, weil das eh etwas schwäch ist nach dem heutigen Rennen. Glaube ich, können wir das auf jeden Fall brauchen. Morgen und übermorgen geht es dann nach Belgien. Ich würde mich freuen, falls ihr noch nicht habt, da ihr gern kostenlos abonniert. Schaut auch gern auf heute-gaming auf Instagram oder auf witz-tobi auf TikTok vorbei. Links mal in den Video. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und ciao.